Aber es geht jetzt nahtlos weiter auf der Bühne mit dem nächsten Vortrag. Und zwar freuen wir uns sehr, dass Abraham Tahiriwand da ist. Er ist der geschäftsführende Vorstand von Wikimedia Deutschland. Und er wird jetzt gleich ein Plädoyer für uns halten. Und zwar ein Plädoyer für den Kampf um das offene und freie Internet, der, wie wir alle glauben, nicht nur Abraham, noch nicht verloren ist. Und jetzt auch, wie schon angekündigt, mit Slides. Abraham wird uns erklären, warum es wichtiger denn je ist, für dieses freie und offene Internet zu kämpfen, damit Informationen und Wissen frei bleiben, gerade jetzt, wo die Begehrlichkeiten kommerzieller Firmen immer, immer größer werden, und wird euch sagen, wie wir das machen, wie wir gemeinsam dafür kämpfen können. Einen großen Applaus, welcome. Vielen Dank für die Intro, Geraldine, an der Stelle. Ihr könnt natürlich auch live, weil wir ein bisschen versucht haben, hier drauf zu reagieren, auf das Setup, was heute nicht so ganz am Morgen funktioniert hat. Auf Twitter haben wir auch den Link zu den Slides geteilt, also nur zur Information. Wir haben versucht, dem entgegenzuwirken. Vielen Dank auch an alle, die jetzt da mitgewirkt haben. Aber jetzt sind wir da, jetzt können wir loslegen mit ein paar Slides. Geraldine hat es auch schon gesagt. Ich will jetzt so die nächsten 20 Minuten dafür nutzen, um tatsächlich einen Appell hier auszusprechen. Und dafür benötige ich euch heute alle, und ich freue mich auch sehr, heute auf der Netzpolitik-Konferenz zu sein, damit wir hier weiter in den Diskurs und in den Austausch auch gehen. Wenn wir über das Internet sprechen, kann man ganz viele Legenden an die Entstehung heranziehen. Das will ich an der Stelle überhaupt gar nicht machen, ob es mal ein wissenschaftliches Projekt war oder vom Militär initiiert. Für mich selber, der seit fast einem Vierteljahrhundert mit dem Netz, mit dem Internet, mit dem World Wide Web, irgendwie hängen die Dinge auch miteinander zusammen, haben immer eigene Definitionen. Für mich steht im Hintergrund und stand auch schon immer, dass das Internet als globales Gemeingut erstmal gestartet ist. Warum sage ich das? Ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen, ja, und da sieht man jetzt auch gleich meinen Einschlag, etwas vielleicht nerdbehaftet mit einem Engineering-Hintergrund. Was ihr hinter mir seht, ist ein sogenannter RFC. Das ist ein Request for Comments, das man dafür verwendet, um Informationen zu definieren, bis hin zu Standards zu setzen. Was ihr seht, ist aus Juni 1996 ein Informationsstand zu den architekturellen Prinzipien des Internets. Und deswegen, damit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, 1996, und habe gedacht, wow, das ist wirklich ein Standing. Das ist eine Aussage, nobody owns the Internet, there is no centralized control and nobody can turn it off. Das hat mich wirklich so begeistert, dass ich seitdem im Grunde genommen in verschiedensten Rollen, Funktionen, auch im Netz unterwegs bin. Das Internet, allgemein erstmal gesprochen, möchte ich für mich so definieren, ist ganz einfach für unser Leben sozial und ökonomisch essentiell geworden. Sei es beruflich, sei es privat. Und deswegen ist es einfach auch ein Teil von unserem täglichen Leben. Für mich ist der digitale Raum und das offene Netz trotzdem noch immer die Chance für uns, demokratische und gerechte Gesellschaften aufzubauen. Ja, das mag Utopie sein. Für mich jedoch nicht. Allerdings, lasst uns mal jetzt gemeinsam drauf schauen, wie steht es denn um unser Netz und um unser Internet. Wir wissen alle, auch aus den letzten Monaten und Wochen, und für die Themen, wo wir so brennen und auch für da gemeinsam auch hart kämpfen und einstehen, Julia hat einige Dinge schon genannt, nichtsdestotrotz sind wir einer massiven und zunehmenden Zentralisierung von Internetdiensten ausgesetzt. Das Stichwort ist auch Plattformökonomie. Kommerz steht im Vordergrund, Kommerzialisierung. Wem kann man es aber auch am Ende vom Tag, und das sei mir verziehen an der Stelle, dass ich das so deutlich sage, einen Vorwurf machen? Was ihr hinter mir seht, sind börsennotierte Unternehmen. Die haben ein Ziel, natürlich Profitmaximierung für ihre Aktionäre, für ihre eigene Organisation, für ihre eigene Corporate. Was ihr hinter mir seht, ist der Ausschnitt, übrigens auch immer sehr aktuell gepflegt, auf der Wikipedia, unserem größten Projekt innerhalb des Wikimedia-Universums. Die gesamte Marktkapitalisierung nur für das zweite Quartal 2018. Die Zahl spricht für sich.
Ihr könnt sehen, fast 4 Billionen Dollar. Was bedeutet das? Uns muss klar sein, dass Daten im Grunde genommen immer mehr zu einer exklusiven Ware werden. Ich habe lange darüber nachgedacht und natürlich auch wir bei Wikimedia Deutschland und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht und ihr sicherlich euch auch. Was sind im Grunde genommen da die Treiber? Die sind sehr, sehr vielschichtig. Aus meiner Sicht heute, hier ist die Netzpolitikkonferenz. Es geht um datenpolitische Debatten. Und genau hier, datenpolitische Debatten, drehen sich leider in der Konsequenz häufig viel zu stark immer um den ökonomischen Aspekt. Der ist auch relevant, aber leider zu sehr im Vordergrund. Und die Frage steht immer im Vordergrund, wer, wie und womit Geld am Ende vom Tag verdient. Die Metapher, die ihr hinter mir hier seht, Daten sind das neue Öl. Ja, einige werden sagen, ach, das ist doch überholt, genauso wie Datenautobahnen. Trotzdem wird diese Metapher sehr, sehr oft auch in der datenpolitischen Debatte auch verwendet. Fragen der Profitabilität in der Datenwirtschaft weiterhin, das ist einfach der größte Raum, der hier auch eingenommen wird. Daten sind das neue Öl. Lasst das mal auf euch wirken, diese Metapher. Das bedeutet für mich eine Assoziierung in meinem Kopf mit Preis- und Verteilungsmachtkämpfen, Goldgräberstimmung, Monopolbildungen und einem unvermeidlichen Machtkampf um Ressourcen und Krieg. Genau. Geführt dann auch von Staaten und den großen sagenhaften Unternehmen. Einige habe ich schon genannt, auf die brauche ich nicht weiter eingehen. Damit sind eben Daten wirklich medial meist immer als potenzielle Ware dargestellt. Aber was das Wichtige dabei ist und wo ich darauf aufmerksam machen möchte, ist an der Stelle, dass eben durch dieses Bild viele wichtige andere Fragen rund um Gerechtigkeit ausgeblendet werden. Wann sind denn Daten überhaupt Gemeingut? Wem sollen öffentliche Daten und ihre Verarbeitung eigentlich am Ende vom Tag auch zugutekommen? Wem gehören sie und wie können wir auch Schutz und vor allem die Bewahrung von Daten sicherstellen? Wir meinen auch bei Wikimedia Deutschland, dass Datenpolitik eben ganz einfach nicht nur um ökonomische Aspekte gehen muss, sondern wir müssen viel mehr Raum für Fragen, für die Gemeinwohlorientierung fokussieren. Und dafür benötigt es aus meiner Sicht und aus unserer Sicht eine andere Metapher, ein anderes Bild. Wir bei Wikimedia Deutschland meinen daher, dass das Bild von den Daten als fossilem Brennstoff ersetzt gehört. Wir schlagen ein neues, passenderes Bild aus unserer Sicht vor, mit dem wir eben medial und sprachlich besser illustrieren können, was Daten in einer vernetzten Informationsgesellschaft eben sein können und vor allem, wie sie behandelt werden sollen. Daher meinen wir, Daten sind das neue Grundwasser der Informationsgesellschaft. Daten entstehen jederzeit neu, wandeln sich, ohne sich zu verbrauchen und dürfen nur unter bestimmten Bedingungen zur Ware werden. Ja, Metaphern resonieren gut, mal schlecht. Und deswegen habe ich bewusst euch anhand der letzten drei großen Themen, die wir in den letzten Wochen und Monaten und auch im letzten Jahr, für die wir gekämpft haben, gemeinsam mit euch nochmal in den Vordergrund zu stellen. Upload-Filter-Thematik, ihr habt es heute Morgen auch schon gehört. Heute überhaupt noch über das Netz als Ganzes und im Allgemeinen zu sprechen, geht meistens schief. Dafür ist es einfach zu vielseitig geworden. Was man aber durchaus konsternieren kann, ist am Ende vom Tag, dass gerade der alltägliche Umgang der Menschen mit diesem vielgestaltigen Netz, in dem wir alle unterwegs sind, zunehmend wieder unter Kontrolle gestellt wird. Teils staatlich, größtenteils kommerziell eben getrieben. Und hierüber sind so tiefgreifende Eingriffe in unser Leben möglich geworden, dass ebenso Freiräume wirklich von uns auch vehementer verteidigt werden müssen. Aus meiner Sicht muss die Politik dafür sorgen, dass nicht jede Art von Verhalten zum Gegenstand von Scanning durch Algorithmen oder Automaten wird. Und wir müssen damit aufhören, den Plattformen und den privatwirtschaftlichen Betreibern am Ende vom Tag immer wieder eine entscheidende gesellschaftliche Funktion zuzuweisen. Wir stehen erst am Anfang umfassender politischer
Versuche, Content-Regulierung, Inhalt-Regulierung auf Plattformen mittels künstlicher Intelligenz zum Normalfall zu machen, wo eigentlich sehr, sehr diffizile rechtliche Abwägungen mit Bezug zu Grundrechten vonnöten wären. Ja, für die Wikipedia haben wir zwar erfolgreich eine Ausnahme von der Filterpflicht erwirkt, Gott sei Dank. Die Wikimedia-Projekte sind jedoch stark vernetzt und das freie Wissen macht ihren Grenzen nicht an unseren Wikimedia-Projekten und an der Wikipedia halt. Darum wird es im Falle einen Konsequenzen auch für die Wikipedia haben und für unsere Projekte. Der Austausch von Inhalten wird definitiv in der Zukunft schwieriger. Sowohl Wikipedia, aber auch Wikidata, was ich mit begründen dürfte, 2012 hier in Berlin, enthalten zudem unzählige viele Fundstellen, die auf Presseerzeugnisse verweisen, weshalb ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger sie in eine rechtliche Grauzone manövrieren würde. Aus meiner Sicht ist das absolutes Gift auch für freies Wissen, wenn Fundstellen zukünftig Lizenzen erworben werden müssen. Ich bediene mich hier einer Metapher, basierend auf dem, was ich gesagt habe, dass Daten das neue Grundwasser sind. Künstliche Filter entsprechen einer Vorprüfung. Das geht nicht einher mit Meinungsfreiheit. Die Bergquelle steht hier für mich bildlich für den Startpunkt der Diskussion, warum künstliche Filter, insbesondere wenn sie in privatwirtschaftliche Hände alleine gelegt wird und damit die alleinige Verantwortung und Kontrolle dort abgegeben wird, eben nicht funktioniert und eine Gefahr auch darstellt. Wie man hier an der Bergwelle sehen kann, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr daran denkt, an die Metapher, Daten entstehen jederzeit neu und sie verändern sich. So ist der Sinn und auch die Struktur einer Quelle. Anschließend daran Urheberrechtsdebatten. Leider ist die EU-Urheberrechtsreform aus meiner Sicht auf dem falschen Weg. Und sie belohnt eindeutig die Verlage. Für die freie Verbreitung von Informationen ist sie desaströs. Wir bei Wikimedia haben uns sehr bemüht für einen ausgewogenen Reformentwurf. Wir sind dafür, dass Kreative auch im digitalen Raum angemessen vergütet werden, aber die Mittel sind hier völlig verfehlt. Mehr noch, sie können einen immensen Kollateralschaden aus meiner Sicht für das freie Netz anrichten. Auch hier bediene ich mich wieder einem Bild, und zwar dem Trinkwasserbrunnen. Daten verbrauchen sich nicht per se. Das assoziiere ich mit einem Trinkwasserbrunnen. Und sie dürfen nur unter bestimmten Bedingungen auch dann zur Ware werden. Trinkwasserbrunnen sind öffentlich zugänglich für die Allgemeinheit. Und ja, im Urheberrecht setzen wir uns für offene Lizenzen ein, weil die offenen Lizenzen die Grundlage für freies Wissen sind. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Netzneutralität. Was ihr hinter mir seht, ist exemplarisch das Bild der OPEC. Ich habe bewusst das Bild ausgewählt, um in der alten Datenmetapher zu bleiben, weil sie es hier für mich sehr, sehr gut darstellt, was bei Netzneutralität für Gefahren existieren. Wir sind bei diesem Thema eben einer potenziellen Diskriminierung des Zugangs ausgesetzt. Das ist genau das, was wir nicht wollen und wofür wir nicht einstehen, auch bei Wikimedia Deutschland. Zugang, der beschränkt werden kann, sei es aus privatwirtschaftlichem oder politischem Interesse, birgt riesige Gefahren. Preisabstimmungen, Missbrauch von Monopolstellungen, keiner kann sie am Ende vom Tag kontrollieren oder demokratisch dann sanktionieren, wenn sie so strukturiert sind. Hier habe ich mich bewusst für ein Bild entschieden, was provokant ist. Ihr seht hier Wasserverteilung. Wie Grundwasser sollten Daten eben nicht allein dem Profit großer Unternehmen dienen. Profit gegen Qualität. Was ich euch sagen möchte, zumindest alle, die von euch aus Berlin kommen, erinnert ihr euch noch daran, als wir abgestimmt haben, das Wasser aus der privaten Hand wieder in die öffentliche Hand zurückzuholen? Was waren denn die ausschlaggebenden Faktoren? Weil das Wasser privatisiert war, war der Umkehrschluss Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung, Profit vor der Qualität. Zurück in die öffentliche Hand steht nicht mehr die Profitmaximierung im Vordergrund, nein, sondern eben wieder die Qualität.
Ich bin ganz ehrlich, auch wir haben 2014 die alte Datenmetapher verwendet. Wir haben sogar ein Artefakt geschaffen. Weil wenn die Daten das neue Öl sind, dann haben wir gesagt, haben wir die Tankstelle, und zwar die Datentankstelle. Da seht ihr noch ein Bild im Hintergrund von der Republika 2014, wo wir die auch ausgestellt haben. Dieses Bild ist für mich überholt. Datenmetaphern sind kommunikativ ein starkes und mächtiges Werkzeug, können sie auch sein, sowohl negativ als positiv. Aber was es ausmacht, ist eben das Ganze auch anfassbar zu machen. Und genau das haben wir auch in den letzten Monaten gemacht, gemeinsam mit zwei Makern, Moritz Metz und Georg Werner, die für uns eine Grundwasserpumpe gebaut haben, die ihr hier im Hintergrund seht, die ihr übrigens auch hier im Foyer ausprobieren könnt. Und ich lade euch alle nach dem Vortrag oder in der Mittagspause natürlich auch ein, an den Stand zu kommen, die selber auszuprobieren, mit uns hier in den Dialog und in den Diskurs auch zu gehen. Die Ausgabe dieser Wasserpumpe sind Live-Abfragen unseres Projekts Wikidata. Wikidata ist gestartet mit der Vision, freie, strukturierte Daten zu ermöglichen. Das bedeutet, mittels der Grundwasserpumpe haben wir hier keine statischen Werte, sondern Teil des sich ständigen, erweiterten, strukturierenden Wissens. Gesammelt von tausenden Community-Mitgliedern, wovon übrigens auch immer mehr Institutionen sind. Ich weiß, keine Metapher ist perfekt. Aber wir haben gute Argumente gesammelt, die zeigen, dass Grundwasser als Sprachbild für die Zukunft eine bessere, modernere Grundlage für datenpolitische Diskussionen bilden kann. Ich lade euch ein, ins Foyer zu kommen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Wikimedia Deutschland ins Gespräch zu kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass das freie Internet für mich ein Leitbild des digitalen Raums ist, bei dem Chancengleichheit und Gemeinsinn die wichtigsten Grundlagen sind. Ein freies Internet steht ganz konkret für diskriminierungsfreien Zugang, freie Inhalte und das ungehinderte Teilen von Informationen. Ja, dafür steht die Wikipedia, das größte Wissensprojekt der Menschheit, auf dem Prinzipien der freien und kollaborativen Zusammenarbeit aufbaut. Und ich denke, die community-basierte Arbeit der Wikipedia gibt genau in diesen Zeiten heute für andere Plattformen eine Orientierung, in denen das Vertrauen in Online-Medien zunehmend Schaden annimmt. Daher sehe ich wirklich das Prinzip des freien, kollaborativen Arbeitens als ein Zukunftsmodell weit über unsere Wikimedia-Projekte aus hinan. Lasst uns die richtigen Metaphern verwenden. Das ist mein Appell an euch und an uns. Lasst uns wieder Gemeinsinn und Gemeingut in den Fokus nehmen, statt Profit und Ökonomie ausschließlich zu betrachten. Und vor allem, bitte lassen wir die Politik nicht im blinden Technikglauben davonkommen. Das ist essentiell. Und lasst uns weiter für Netzneutralität einstehen, gemeinsam dafür kämpfen. Und bitte lasst uns nicht im alten Denken stecken bleiben. Das ist mein Hauptappell mit meinem Talk heute und deswegen bediene ich mich auch der Metapher. Weil wenn wir uns nicht aufraffen gemeinsam und Netzpolitik in der Zukunft einfach immer wieder kreativ und kritisch angehen, dann wird das Netz, das Internet und alles, was dazugehört, aus meiner Sicht zur Kommerz- und Kontrollmaschine verkommen. Und das wollen wir alle nicht. Mit dem Zitat ende ich. Ich lese es nicht vor, ich lasse es einfach stehen. Denkt daran, wenn ihr jetzt in die Mittagspause geht, es gibt mehr zu teilen als auf Diensten ein Foto von seinem Mittagessen. Denkt daran, was Hilke mitgegeben hat und ich finde das Zitat sehr zutreffend und auch stark und ich bedanke mich und ich denke, ich bin jetzt auch ein bisschen über der Zeit, wie Geraldine jetzt so schön machen würde und ich bedanke mich und freue mich sehr auf den Diskurs. Oder mögliche Fragen? Weiß ich jetzt nicht, ist vorgesehen? Da geht so eine Hand so hoch in die Höhe und tatsächlich wäre es also fast eine Punktlandung. Deswegen lassen wir die doch noch zu. Magst du kurz hier nach vorne kommen, dann reicht dir von der Bühne aus das Mikrofon. Aber
vielleicht ganz wichtig zu sagen, jetzt gibt es erstmal noch keine Mittagspause. Jetzt gibt es nämlich noch einen ganz wichtigen Vortrag. Also noch nicht, ne? Also alle da bleiben. Weglaufen. Meine Sorge ist, die Daten, die mit den Wikimedia zu tun hat, sind doch gar nicht das Problem. Wir haben ein Problem damit, dass Social Networks wie Facebook die Menschen dazu verleiten, Daten über ihre Freunde und Kollegen zu verraten, womit sie quasi den Personen den eigentlichen Rechtsbruch zuschieben. Und dann müsste man seine eigenen Kollegen verklagen, um sich aus Facebook quasi rauszuklagen. Und aus dem Grund funktioniert dieses ganze Ding nicht. Und das Problem sind die ganzen privaten sozialen Daten, die eigentlich auch demokratiegefährdend sind und überhaupt nicht in fremde Hände gehören. Dankeschön. Ich glaube, das kann man so stehen lassen als Statement. War ja keine Frage. Ist das bei euch so, dass ihr ein bisschen Sorge habt, dass natürlich die ganze Konzentration auf diese Debatte, die eine sehr wichtige ist, auch im Kontext hier für uns, einfach zu weit ablenkt und die ganze Konversation um Open Data und frei verfügbare Daten und auch den Wert der Gesellschaft, dass das damit so ein bisschen unter die Räder geht? Auf der einen Seite ja, was wir natürlich auch wollen, ist, dass wir einen breiten gesellschaftlichen Diskurs auch führen. Weil eben nämlich da so viel dazu eben gehört. Es geht natürlich auch um private Daten innerhalb von Plattformen, aber die Grundideen, für die wir ja auch einstehen, glaube ich, die können ganz einfach auch einen großen gesellschaftlichen Mehrwert und am Ende vom Tag auch eine Wirkung und Impact dann auch haben. Und damit vielleicht einfach so ein bisschen der Versuch, ein Stück Diskurshoheit wieder zu gewinnen, wenn es darum um Datenpolitik geht. Genau, und es geht nicht nur um den Diskurshoheit nur für uns, sondern lasst uns das gemeinsam machen. Nur gemeinsam können wir auch wirklich den Diskurs auf der Ebene führen und auch mit der Wirkung, was auch wirklich relevant und wichtig ist aus meiner Sicht. Super, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für dich.